Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ark mit Reggie. Guten Tag. Hallöchen zusammen und einen wunderschönen guten Tag. Naja, Abend gerade bei uns, Nacht. Ja, aber bei den anderen nicht. Ja, ich wollte gerade sagen, so, unser Floß brennt. Ja, weil hier unten ein Lagerfeuer ist. Yay! Ich weiß nicht, ob ich es noch schaffe zum blauen Licht, aber ich versuche mal hinzuschwimmen, falls keine Piranhas oder so kommen. Ich drücke dir die Daumen. Das blaue Licht ist verführerisch und wir haben gerade sehr, sehr lange gebraucht, um die Aufnahme zu starten. Und ich gucke nur das blaue Licht an. Bleib da! Tja. Ja, keine Ahnung, ich bin irgendwie reingekommen und fast verhungert. Ihr könnt mir ja gerne mal sagen, ob ich die letzte Folge irgendwie hungrig beendet habe. Ich weiß es nicht mehr. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Mir war irgendwie so, als hätte ich genug Essen gehabt. Keine Ahnung. Ups. Nun gut, aber wir wollten Holz sammeln. Ich habe übrigens, weil ich ein Lagerfeuer gebaut habe, weil ich das da unten nicht gecheckt habe, habe ich mittlerweile so Level 30 erreicht. Baupläne für Chili, Maske und Stiefel. Das ist quasi meine Rüstung, die ich gerade trage, nur als Stiefel und Maske. Das ist doch cool. Ja. Ach, Raptor. Gucken, wie die gebaut wird. Warum ist der denn überladen? Habe ich so viel Zeug bei? Oh, ja. Ich denke mir, Mann, warum bewegt er sich denn nicht? Aber ja, klar, ich sollte vielleicht die Wände bauen, ne? Ja, und ich gucke gerade, wie ich sicher rüberkomme, ohne zu schwimmen. Schwimmen ist immer so gefährlich. Ja, ein bisschen. Tja, wir hätten doch einfach, du hättest doch einfach was sagen können, wir wären mit dem Floß gefahren. Ah, nee, das blaue Licht war schon so lange da und Floß und so weiter. Es dauert alles immer so eine Zeit. Tja, irgendwann brauchen wir brauchen ein Motorboot. Das wär's doch mal. Ist das hier unsere Insel, oder? Ah, ich glaube, wir sind auf der anderen Insel drauf. Ich werd schon wieder rüberkommen. Hey, cool. Soll ich dir was sagen? No. Wir können uns zwar einen Balkon bauen, aber wir können die Hütte nicht so weit draußen bauen. Wie? Ich kann da keine Wand aufs Dach setzen, weil das Fundament zu weit weg ist. Das kriegen wir irgendwie geregelt, warte. Ich bin jetzt gleich da. Naja, mach das. Ich mach das schon irgendwie. Wir bauen einfach noch ein Ständer dahin, keine Ahnung, wie heißt die nochmal? Eine Säule. Eine Holzsäule. Aber jetzt bin ich da weggegangen und das neues blaues Licht. Nee, da gehe ich nicht zurück. Das ist mir zu doof. So. Links oder was? Ja, genau. Na, da, wo wir vorher auch Probleme mit dem Boden hatten, genau. Und da kann ich keine Wand hinbauen. Also hier vorne geht es noch an die Frontseite, aber an die Seite kann ich nicht. Ich werde mal was probieren. Dafür brauche ich aber ein bisschen Holz. Noch ein bisschen was. Kurz Holz geholt. Ich hoffe, das funktioniert, aber das wird eventuell scheiße aussehen, es sei denn, wir stellen da irgendwas drauf. Wie zum Beispiel ein Bett oder so. Okay. Ah, ich weiß nicht. Wir müssen es ausprobieren. Ich meine, dann haben wir halt ein größeres Floß, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich kann mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen, wie es aussehen könnte. Ich weiß nicht, ob wir dann dadurch die Wand bauen können, aber ich glaube eher nicht. Aber wir gucken einfach mal. Probieren geht über Studieren. Nein, ich habe auch eine Leiter gebaut. Na egal. Cool. Wer weiß, vielleicht brauchen wir eines Tages eine Leiter. So, wo ja, wir? Genau so wie wir die 10 Holztüren brauchen, die wir noch irgendwo in der Truhe haben. Ach ja, und wir sie vergessen, dass wir sie haben und einfach neue Holztüren bauen. Jetzt funktioniere du! Was? Dieses Bausystem ist so lächerlich. Naja, physikalisch jedenfalls gar nicht so übel, ne? So, jetzt habe ich hier nämlich einen Pfeiler hingebaut. Versuchen wir jetzt die Wand hinzubauen. Vielleicht muss einfach nur ein Pfeiler in der Nähe sein. Oder du bist gleich hier. Nee, ich bin gleich wieder da. Alles gut, ich komme. Ansonsten machen wir halt einen kleinen Balkon.
Wir können ja, ja auch Stühle ja, und so weiter genau. bauen, ne? Von daher. Ja, eben. Also das würde schon wäre schon möglich. So, nee. Geht nicht? Ah, nee. Mm-mm, na gut, nicht. Dann reiß ich es wieder ab. Na gut, dann lass uns einen Balkon machen. Dann bauen wir die Wand eben dahin. Da kommt eine Tür rein. Und ja gut, jetzt habe ich halt die Wand leider auch schon gebaut, ne? Aber egal. Passiert. Ja, du kriegst ja ein paar Ressourcen wieder. So hm, ist es nicht. Ja, eben. Passt schon. Ach ja, ich habe hier ein Level-Up. Uha. Zack. So. Was kann ich denn jetzt machen? Zum Schluss habe ich hier die Waffe gelernt und... Oh, eine Flinte. Die einfache Flinte? Gewehrmunition. Oh, jetzt geht's los. Ja, jetzt geht's los. So. Ich werde nochmal kurz diesen Eindringling hier töten. Eindringling? Ja, Triceratops. Ach so. Aber ich sollte ja, ich höre das schon. Basis weggehen, sonst macht er unsere Basis, glaube ich, kaputt. Ja, das wäre nicht so cool. So, wir brauchen eine Balkontür. So. Türen hast du ja ohne Ende, oder nicht? Ja, aber nicht bei. Ach so. Macht aber nichts. So, warum? Oh Gott, mein Raptor steht da schon wieder im Wasser, ey. Raptor! Mann! Der ist echt zu blöd, ne? Okay, eine Wand ist falsch rum, aber ich reiß die jetzt ab. Das ist mir zu doof. Ich wollte gerade sagen, ist egal, aber ich reiß die jetzt ab. Ja, ach so, wie falsch rum? Ja, so, dass die Holzseite in die Wohnung zeigte. Ist so, ja gut. Ja, wenn dich das stört, dann ja. Wer bist du denn? So. Problemo gelöst du. Oh, schade, der läuft weg. Wieso kommt gerade ganz frechen Dino an mir vorbei? Und jetzt läuft er weg hier, Arsch. Warum bist du so schnell? Schade. Na gut, dann lauf doch weg. Lauf doch. Komm her, wenn du was willst. Komm her, wenn du was willst. Na, na, na. So, erstmal ich hätte auch eigentlich die Armbrust nehmen können, ne? Was? Ja. Ich weiß nicht. Also vom Reiten her ist das immer so schwer, finde ich. Ja, es geht. Oh, hier ist eine Urne. Eine Urne? Ja. Was für eine Urne? Zeig mal. So ein Level-Up-Ding ins Kichens. Bei dir, ey, wo bist du denn? Ja, komm zu mir. Oh, ich versuche halt zu reiten, um mein Tier mitzunehmen. Ach so. Ja, das ist eine gute Idee. Komm, Raptor, hallo. So. So, da. Hier. Oh, ich sehe kaum was. Die Sonne scheint jetzt gerade bei mir so rein. Echt ein bisschen... Das kann man im Leben nicht lesen, was auch immer das bedeuten soll. Ach, da. Da ist die... Ja, ach so. Ich glaube, es ist nicht zum Lesen gedacht. Also man könnte es vielleicht, aber... Nee. Nee, es ist ja nicht mal... Also glaube, mein Raptor hat zwei Level bekommen. Nicht schlecht, keine Ahnung. Wie viel Level der jetzt gekriegt hat. Können wir gleich mal gucken. Zuerst mal in die Sonne, damit ich überhaupt was sehe. Andere freuen sich über Sonne und ich denke mir so, nein. Ach, ich habe gar kein Level up. Nee, ich habe auch keinen bekommen, aber mein Raptor. Aber ja. Ich habe fast ein Level up bekommen. Eins. Zwei. Ja, auch zwei Level. Raptor ist jetzt Level 40. That's nice. So, dann sind wir mit dem Haus fast fertig. Nice. Naja, fast fertig ist auch geprahlt. Naja, wir haben den Boden, wir haben die Wände fast. Mit so vielen... Wänden, ja, ja. Ich meine, das Dach ist natürlich auch noch ein bisschen kostspielig. Richtig. Wer weiß, wie viele Etagen wir da machen.
So ein Hochhaus auf einem Floß. Ey, das wäre doch cool. Das ist dann mal wirklich ein Hausboot im wahrsten Sinne des Wortes. Weil sobald ein Pfeiler einstürzt, stürzt auch die Hälfte unseres Gebäudes, glaube ich, ein. Weiß ich nicht. Weiß nicht, wie das so insgesamt funktioniert. Na komm her, du Kleiner. So, das hier ist doch ein Berg oder ein Hügel. Gibt's hier Eisen? Wer weiß? Ach, hier waren wir schon mal. Ah. Das kleine Gebäude da oben. Ich erinnere mich. Okay. Oh, das Feuer brennt noch. Nein, geh aus! So, Raptor. Wie viele Wände brauchen wir noch? Also vier habe ich jetzt im Inventar. Wir brauchen eigentlich die komplette erste Etage, oder nicht? Ja, aber du kannst auch zählen, oder nicht? Nö, jetzt gerade nicht. Achso. Level up. Warte. Achso, du hast schon teilweise gebaut. Warte mal, ich habe. Ich muss erstmal gucken, wie viel ich jetzt überhaupt habe. Eine, cool. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 brauchen wir noch, ne? Mhm. Hast du schon welche? Nein. Okay. Also die eine, die ich habe, habe ich jetzt da nicht mitgezählt. Achso, weil ich habe jetzt genau 7. Ja, naja, dann. Komme ich zurück, wenn ich zurückfinde. Ja. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin oder wo mein Dino ist. Das ist blöd. Ich werde mein Dino schon finden, wenn ich das Floß finde. Da ist das Floß. So. Ja gut, aber das heißt ja dann, dass wir jetzt dann sozusagen Holz für Dächer, Decke suchen. Aber ich finde hier eigentlich Holzfarmen ganz easy. Muss hier easy durch. Achso. Achso, der Flauschinator steht übrigens hier hinten, ja. Ja. Und du hast die Tür falsch rum reingebaut. Beziehungsweise die Tür raus. Weißt du nicht, dass man die drehen kann? Keine Ahnung. So. Ne, es fehlt tatsächlich noch eine Wand. Und echt? Zwei Habe ich mich Türrahmen. Verzählt? Ja. Wie zwei Türrahmen? Ja, für den Eingang? Ach ja, stimmt. Wir wollten ja beim Eingang... Okay, das habe ich natürlich vergessen. Oha. Level up! Regie wird Level 31. Boom. So, mal gucken. Was gibt's denn hier Feines? Eine große Bärenfalle. Ja. Mit 36 kriegst du übrigens das große Beet. Mit 36? Das ist cool. Okay, ein Steinbogen. Das ist auch geil. Schick. Dinosaurier-Tor. Siehst du? Katapult geschützt. Und ein Mammut. Soll das Mammut? Wahrscheinlich. Sicher? Es kann auch was anderes sein. Katapult geschützt, das ist ja auch geil. Not bad. Vor allem, naja gut, okay, 300 Metallbarren. Alles gut. Alles wird gut. Zero hungrig. Zero essen. Ich glaube, im Lagerfeuer ist noch Fleisch. Ja, ich habe 15 Fleisch dabei. Alles Warst du schon gekocht? Ja. Ach so. Ja, na dann. Genau. Wir brauchen jetzt Dächer. Ja. Viele, viele Dächer. Beziehungsweise hast du schon diese Zwischenwand jetzt gebaut über dem
Also diesen zweiten Rahmen? Ich kann keinen Türrahmen bauen. Okay, gut. Ich wollte es nur wissen. Weil sonst dann kann ich das nämlich jetzt deinen Türrahmen abgerissen und meinen hingetan. Hä? Um ihn richtig hinzustellen. Weißt du, ich schmeiß einfach alles dahin und dann machst du das so. Nein. Ich weiß nicht mal, wie. Ich sehe das gar nicht, ob das falsch rum oder richtig rum ist. Geh mal in die Wohnung rein und guck deine Tür an, dann siehst du es. Ich bezweifle, dass ich das wirklich sehe. Aber ich versuch's. Das muss ja wohl sehen. Das sieht doch jeder. Keine Ahnung, wie es halt. Was soll daran jetzt falsch sein? Die Holzseite? Guck mal, wie die Wände aussehen und wie die Tür aussieht. Ach so. Ach so. Hey. Und wie drehe ich das? Das liegt halt daran, dass du, dass wir das mitten in die Wand, in den Boden gesetzt haben und nicht an die, an die Außenseite. Okay. Also kann ich die eigentlich nochmal abreißen? Musst du nicht, kannst du es so lassen. Ist jetzt nicht so wild. Ne, nicht, dass du die ganze Zeit sagst, aber du hast ja, guck mal, falsch rum. Ja. Naja, wenn das wir kann passen, mit der Aufnahme aufgehört haben, sage ich. Ah, diese Tür, die wird mich auf ewig daran erinnern. Ja, aber ganz ehrlich, das sieht man aber gar nicht, wenn man die platziert, oder? Man sieht es aber sehr, sehr schwer. Also man muss erstmal fokussieren und gucken, was ist die richtige Seite. Hm. Am besten du stellst dich, wo die Außenseite sein soll, hin und baust es. Das heißt, du machst die Tür auf, gehst durch und baust da die Wand. Okay. Das heißt, du guckst immer auf die Außenseite. Das hätte mich jetzt nicht gerettet, weil jetzt ist sie ja richtig rum. Und ich hab's von innen gebaut. Ja, ja. Wenn du außen baust. Wenn du auf der Außenseite, hier ist ja der Boden zu Ende. Ja. Das markiert ja die Außenseite. Deswegen wird er automatisch. Weißt du, spielen das? Ja, genau. Und das hier ist ja mitten in unserem Haus. Ja, ja. Und daher weiß ich es nicht. Voll dämlich. Weil ich meine, theoretisch würde ich davon ausgehen, dass es vom Spieler aus guckt. Und denkt so, wenn der Spieler in die Richtung guckt, dann wird der wohl. Ich glaube, du verstehst, was ich meine. Ja, ja. Das wäre jetzt logischer. Aber gut. Spiele und Logik. Manche haben es da nicht so. Hihi. Kommst du da jetzt auch raus? Nee, wa? Och, Raptor, du bist doch behindert. Was ist los? Ich glaube, der kommt nicht raus. Ja, von alleine nicht. Der ist zu blöd dazu. Du musst schon rausreiten. Ja, aber ich kann nicht rausreiten. Ich bin zu voll geladen. Okay, dein Dino kann nichts tragen. Ja, der kann wirklich nichts tragen. Das ist total nervig. Ich glaube, ich werde demnächst irgendwie über. Weiß ich nicht. Komm. Komm, Raptor, komm hier. Komm, Mann, stell dich doch mal nicht so an, ey. Kann ich immer noch nicht rein. Krass, oder? Jetzt hat es geschafft. Kann ich meinen Raptor reiten? Nee, mein Raptor kann auch nichts tragen. Nein, ich stecke jetzt an ihm fest. Springen. Ich kann reiten, ja. Aber ich habe neben mir ja die Truhe. Ich packe alles in die Truhe. Ja, gut, dann geht's ja. Nee, dann ist ja alles gut. Ich komme da nicht ran. Warum bin ich denn. Ach so, ja, oh Gott. Ich dachte die ganze Zeit so: Hä, warum bin ich denn überhaupt so schwer und kann nichts bauen? Aber ja, klar, mir fehlen Fasern. Hier ist der Nachteil, weißt du, man hatte irgendwann so viel Holz gefarmt, dass man dann tatsächlich endlich mal Fasern braucht. Ja, hätten wir genug Metall, hätten wir so eine Sichel bauen können. Das wäre cool. Naja, geht ja schnell. Wer weiß, wie schnell das mit der Sichel geht. Vielleicht kriegen wir da gleich direkt 1000. Ja, durch einen Busch. Das Schlimme ist aber, dass wir ja eigentlich in der Basis total viele Fasern haben. Weißt du? Und hier die eigentlich brauchen würden. Und wenn wir damit jetzt fertig sind, dann die eigentlich wieder nicht brauchen. Ach ja. Ja, so ist das dann.
das heißt aber, ich brauche zwei Türen. Und noch einen Türrahmen. Und schon habe ich nicht mehr genug für Wände. Cool. Wir brauchen doch keine Wände mehr. Stimmt, wir brauchen Holzdecken, wir brauchen Decken. Du hast recht. Wie immer. Ah. Fast. Immer. Fast. Nein, immer. Ich habe immer recht. Nein, ich habe noch keine Situation, wo ich Unrecht hatte. Gar nicht. Nur fast. Ja, ich habe es dir zwischendurch mal gegönnt, recht zu haben, damit du nicht traurig bist. Natürlich. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ist in Ordnung. So, gut, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge schaffen wir das Dach zu Ende und dann müssen wir noch ein paar Möbel reinsetzen und dann können wir uns einen Keks freuen. Ja, und dann können wir damit rumfahren und uns noch mehr freuen. Finde ich cool. Ja. Na dann, bis dann. Ciao.